Hallo und willkommen zurück bei Clanvolk. Wie gesagt, ich habe jetzt Folge 8, 9 und das ist jetzt Folge 10. Die habe ich alle am Stück aufgenommen. Also falls Kommentare waren, gehe ich erst in der nächsten Folge drauf ein, also in Folge 11 wahrscheinlich. Weil hiernach höre ich jetzt erstmal auf, weiter aufzunehmen und warte dann. Weil es gab ja dann doch ein paar Kommentare und da würde ich dann auch gern wieder drauf eingehen. Okay, die Bären gehen aus. Hier muss immer noch das Hafer eingesammelt werden. Das tun wir abbrechen. Es geht ja hier hauptsächlich eigentlich nur um den Hafer. Der dann direkt wieder wohin gebracht wird. Was ist mit den Bären? Hier sind so viele Bären. Da erhöhen wir die Prio, ne, wie immer. Wegen dem Essen. Wir haben Kompost. Also einmal ein Getreidelager, ja. Tun wir erstmal zu den ganzen anderen Lagerstätten bauen. Wo ist der Kompost? Hier. Ein Grab, Haustiergrab, okay. Ein Fellregal. Das Fellregal kommt hier mit rein. Die holen da den Kies einfach nur raus. Das kriegen wir ja auch beim Steine sammeln. Das ist ja kein, das ist ja ein ganz normal Steine dann. Weiß ich Bescheid. Noch einmal Gras schneiden. Wir haben genug Lehm. Ich hoffe, die kümmern sich gut hier um Klamotten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben doch einen, der gerne transportiert, ne? Ach nee, das war bei den anderen. Wie ist denn Transport ist hier unten? Stimmt, wir mussten ja nochmal neu. Das war mal so. Oh lol, wir haben hier direkt so ein Hasending. Hauptsache hier in der Schlingflang-Dings. Okay, ich muss mal bei Jagen, das Jagen was höher machen bei den Leuten. Ich dachte, einen hätten wir, der Jagen irgendwie gerne macht. Aber nein.
Deswegen geht das mit dem Essen noch nicht so voran. Weißt du, hier vergammeln die Hasen in der Falle. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Wenn wir die Tür hierhin machen würden. Und die Zone was kleiner machen. Könnten wir den hier noch reinmachen. Weil wir stellen ja hier auch das Fell her, dann hätten wir hier auch die Dings. Also ich würde jetzt noch ein Haus, das genauso groß ist wie das hier, nochmal daneben machen. Hier unten würde ich gerne noch ein Haus hinmachen. Muss ich jetzt generell mal gucken, wie wir das machen. Aber die haben erstmal noch genügend andere Aufgaben zu tun. Es werden mehr Säcke benötigt. Klar, mehr Äste. Ich habe aber sehr viele Bäume abgrasen. Steine liegen hier ja tatsächlich eigentlich noch sehr viel rum. Schon wieder kein Essen. Vor allem, von wo kommen hier die Hasen? Von da unten.
Ah, hier ist wieder eine Ratte. Ich mache hier mal bei den Rattenfallen. Die verstecken sich in der Toilette. So, jetzt kann ich aber auf jeden Fall einen Hafer anbauen. Der ist aber noch nicht fertig. Guck mal, hier ist der Fuchs ist vergammelt. Ach. Was ist denn das Schlachten? Ist das Jagen? Ist es Jagen, ja? Okay, jetzt müssen wir die Ratte zwingend jagen. Die Frage ist, wo ist die Ratte hin? Jagen ist schon jetzt relativ hoch. Wie sieht es mit Kochen aus? Wir haben halt hier einen, der gerne kocht. Das heißt, Bad Kitty sollte sich dann eigentlich ums Kochen kümmern, ne? Aber Bad Kitty kümmert sich jetzt auch ums Sammeln. Ja, das ist ärgerlich, ne? Jetzt haben wir hier zwei toten Fuchs, einen toten Hasen, die einfach weggegammelt sind, weil die nicht geschlachtet wurden. Wie viele Felsen haben wir noch? Keine, so wie es aussieht. Dann bauen wir erstmal ein Strohdach. Ich habe auch gar keine Lagerung gebaut, ne? So ein Holzstapellager. Da, hier wurde eine Ratte gekillt. Muss schnell geschlachtet werden. Jetzt hier auch das Fleisch weggegammelt. Also das ist ja... unerhört. Das ganze gute Essen. Ja, wir haben halt keinen, der jetzt so gerne auf Tragen steht, ne? So, kann jetzt noch einer hier... Wir machen den einfach so, ne? Auf 10. Dass die mal direkt dann weggeschlachtet werden. Jo, hat sich's anders überlegt. Er hat überhaupt keinen Spaß. Ah,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir aktivieren mal den automatischen Transport. Damit das direkt in die Lager eingelagert wird. Die Werkzeuge. Das müssen wir aktivieren. Weil ich habe das Gefühl, das gammelt hier sonst so schnell alles weg. Wir probieren es halt aus, ne? Weil wir haben halt keinen, der gerne transportiert hier. Essen. Essen ist kein Problem. Wir haben hier so viele tote Tiere gehabt. Es wird einfach nur nicht zubereitet. Gut, ein Problem bei den Beeren ist, die Beeren tun wir direkt wieder kaum noch Beeren mehr hier zu ernten. Tun wir direkt wieder einsäen. Dann gehen wir auf Pilze. Pilze sind hier nämlich noch ein paar. Ah, Brennofen, endlich. Schilder, das für Gäste, ja. Ah, hier unten ist fertig, sehr gut. Dann können wir Hafer anbauen. Hier gammelt das Essen weg. Das muss hier, also das geht jetzt mal nicht hier. Wo ist Kochen? Hoch. Kochen muss hoch. Ich habe gedacht, der eine, das reicht, wenn Bad Kitty alleine kocht, aber Kochen muss hoch. Bei manchen auch vorjagen. Essen ist wichtig. So, nun die NATO fängt direkt an zu kochen. So muss es sein. Hier gammelt schon wieder die Hälfte des Essens weg. Gut. So,
Hast du zumindest was gekocht? Das Fleisch und alles. Muss natürlich noch überdacht werden und so. Ist noch ein Baumstamm, der weg muss? Ich glaube, wir brauchen tatsächlich einen, der sich aufs Tragen spezialisiert. Die Norm. Wie sieht's aus? Die Norm tragen, Baum fällen. Was mit Micha? Micha auch mittragen. Damit das hier mal ein bisschen aufgeräumter wird. Wir können das leider nicht so machen wie jetzt bei Rimworld, wo wir dann einfach mal so einen Tragetag machen, ohne dass ich hier alles umstellen muss und danach wieder alles zurückstellen. Da ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn einer dann immer tragen tut. So, ich werde jetzt hier mal das Dach priorisieren. Genau wie die Wand. Dafür fehlt uns Stroh und Äste. Weißt du, ich habe hier so ein Flötenregal irgendwo. Wo auch immer das mittlerweile steht. Hier oben. Es wird einfach nicht voll gemacht. Tun wir mal die Flöten verbieten. Müssten wir eigentlich mittlerweile so viele hergestellt haben, dass jeder eins anhaben müsste. Immerhin haben wir 8 hergestellt. Aber so wie es aussieht, hat keiner eins an. Was denn damit passiert? Sind die schon wieder kaputt? Oder ist die Auftragsliste weggegangen? Machen wir mal so, mal gucken, was passiert. Ich würde jetzt auch schon gern ein neues Gebäude bauen, aber ich lasse das, glaube ich, erstmal. Ich würde auch gern draußen schon den Weg bauen. Der Kiesweg gibt uns zumindest besseres Tempo.
Essen sieht immer noch nicht so gut aus. Obwohl jetzt ja eigentlich sehr viel Essen hier gemacht wird. Na, dass sie den Weg machen, finde ich gar nicht mal so schlecht. Weil dann bewegen die sich ja auch schneller, ne? Hier brauchen wir Lehm, wir erhöhen die Prio. Schneiden hier mal ein bisschen Stroh wieder. Was wir dann später wieder anpflanzen. Komisch, Wege bauen, da sind die so super flott, ne? Schade, dass hier kein Übergang ist. Wieso wird denn da das Gekochte nicht gelagert? Ich mach das einfach weg. Das soll schön hier in diesen Teilen gelagert werden. Es hat wahrscheinlich einfach nur so lange gedauert, hier Stroh zu produzieren. Wobei, der ist noch nicht richtig gewachsen. Wollen ja nur das Stroh, wenn es auch schon gewachsen ist. Könnten hier eigentlich auch. Einmal komplett drum schneiden. Hier liegt wieder das Fell einfach auf dem Boden, obwohl sie es einfach direkt daneben hätten reinlegen können. Ich muss überall diesen automatischen Transport, glaube ich, machen. Gut, scheint aber gleich durch zu sein. Guck mal, jetzt machen die sogar die Lampen an. Kinderarbeit. Yay. Aber minus 3000. Kinder, die regeln das schon.
Also ich schätze mal, dass das später ein allgemeiner Lagerraum wird. Ich habe auch überlegt, so Leute, die dann wirklich kochen sind, dann kann ich denen ja hier die Betten zuweisen, oder? Ja, hier. Das könnten wir eigentlich schon machen. Dass die Köche und Jäger dann hier drin wohnen. Gucken wir mal. Hier, also Bad Kitty wohnt da auf jeden Fall drin. Ernte, finde ich, zählt auch dazu. Also Bad Kitty, Jo. Also Bad Kitty, Jo und wer wohnt da noch? Ich glaube, erstmal keiner, ne? Wobei hier Ernten. Ist schon wieder was anderes, ne? Ernten kommt, hier kommt ja noch ein Gebäude hin. Dann kommt ja die ganze Feldarbeit. Da würde ich dann Ernten mit reinnehmen. Das heißt, ein Bett gehört auf jeden Fall Bad Kitty. So. Das heißt, die beiden könnten eventuell noch raus. Was ist mit, genau, Schneidern? Schneidern kommt noch mit rein. Haben wir jemanden, der gerne Klamotten herstellt? Wir haben keinen, der gerne Jäger ist. Das ist ein Nachteil. Wer wäre denn als nächstes mit Klamotten? Boah, wir haben keinen, der gerne Klamotten mehr herstellt. AK vielleicht. Gut, dann kommt AK noch mit rein. AK, da. Und wir können Ziegel endlich herstellen. Dass ich das mal erleben darf. Wir stellen erstmal 4 Krüge her. Ziegel, bis wir 100 haben. 100. So, ein Kuglager. Die Lager müssen wir natürlich auch noch gut verteilen. So, jetzt müssen wir erstmal wieder hier Schilf anbauen. Die hier den ganzen Lehm wegballern. Wasserkrüge, okay. Brauchen wir ja erst für den Winter. Aber ich würde es gerne ein bisschen vorbereitet haben. Deswegen bauen wir direkt ein paar Krüge. Unser Wiese, unser Hafer. Die Müllkippe tun wir nach hier unten verschieben. Yay, eine Lagerzone für Kleider. Aber dann machen wir doch lieber einen Wäschekorb. Fellmütze. Mach erstmal die Säcke. Wir sind noch im Sommer. Sobald Herbst ist, werden wir auf jeden Fall die Felltuniken und sowas priorisieren. Wässern, okay.
Ich meine, das haben wir ja eigentlich Auto an, aber ja. Ja, hier bewässern automatisch. Genauso wie mit Düngen automatisch. Ach so, wir können tatsächlich Feuer legen, um fruchtbaren Boden zu bekommen. Aber das hatte doch immer einen Namen. Wie hieß das nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Roden, genau. Habt ihr gut erkannt. So, ich muss nochmal Äste sammeln. Man kann echt an den manchen Bäumen nur einmal Äste sammeln, habe ich das Gefühl. Wieder kein Essen. Komm, wir jagen mal einen Fuchs. Das Katzenkörbchen bauen wir diesmal nicht. Hier können Katzen schlafen und Pläne schmieden. Wir haben ja noch keine Katzen. Guck mal, jetzt baut er aber auch die anderen Tunikas. Genau das war ja der Plan. Können die sich ja entscheiden, ob die hier was anziehen. Ah, hier ist eine Ratte drin. Wie ist die hier reingekommen? Ich werde hier mal die Ratte, die Rattenfalle rein priorisieren. Nein, Micha, wohin? Wenn hier beim Essen wieder so eine Ratte rumdingst. So, ich glaube, auch Düngen soll automatisiert sein, ne? Aber dafür brauche ich erstmal Dünger. Oh, ich habe sogar Dünger. So, die Ratte wurde erledigt. Ratte kann man doch bestimmt auch gut essen. Ah, der Ziegelsteinboden. Und die Ziegelsteinwand. Ein Steinregal. Also erstmal ein Rennofen. So, Ziegelsteinregal. Und wir haben wieder kein Essen, Alter. Das ist ja hier. Du kannst doch die Ratte essen. Prio. Der Fuchs hat jetzt Prio. Nicht Bäume fällen, sondern Beeren sammeln.
Beeren sammeln hat wieder Prio. Ein paar Pilze und auf geht's. Bist du auf der Jagd, Dinom? Dinom geht jagen. Dann gibt's Fuchs zum Mittag. Ah. Also da habe ich schon bessere Schützen gesehen. Der läuft weg. Der will nicht. Ich glaube, den kriegst du nicht mehr. Musst du mal auf Range schießen. Willst du dem jetzt ewig hinterherlaufen? Das wird nichts. Komm. Gut. Geh lieber Beeren sammeln. Wildkatzenbau. Ich habe noch nie eine Wildkatze gesehen. Ja, hier sind Bären. Alter, hier ist nochmal ein Wildkatzenbau. Brauchen mal wieder Stroh und Äste. Ah, der Fliesenboden. Sehr schön. Hier machen wir einen Fliesenboden rein. Hier würde ich auch gern Fliesenwände machen. Also Ziegelwände. Ein Sackleinenmantel. Ah, da ist ja das Pilzregal. Perfekt. Dafür habe ich nämlich extra Platz gelassen. So, dann könnten die auch hier direkt auf Ziegelwände upgraden. Schade, dass es keine Holztüren gibt, ne? Es gibt zwar Türen, aber keine Holztür. Das wäre ja eigentlich so Standard-Tür, ne? So Holztür. Gib es aber nicht. So, Schilf haben wir gebaut. Ich meine, wir könnten hier noch das Schilf abbauen. Aber ich will erstmal, dass die hier ihre Aufgaben abbauen.
Ja, das muss nach drin, ich weiß. Holzkohle auch. Ja komm, wir bauen direkt mal noch ein Gebäude. Wir machen erstmal wieder eine Flechtwand. So. Da rein kommt jetzt hier das Getreidelager, der Kompost. Aber der Kompost kann, glaube ich, ja draußen sein. Ne? Dann machen wir den Kompost hier hin. Den machen wir hier hin. Dann kommt der hier noch mit hier rein. Oder wir setzen... Ne, komm, wir setzen den um. Dass der... hierhin mitkommt. Dann kommt der... hierhin. Also ich schätze mal, dass die trotzdem da noch dran kommen, oder? Sonst machen wir es einfach so. Wir bauen... den einen breiter. Können Sie aber auch so machen, ne? Dass wir hier so eine Ecke reinsetzen. Machen das so. So, dann tun wir diese Schlafmatte hier umlegen. Wurden jetzt hier das... Ach, wir sind jetzt im Herbst. Das heißt, wir können jetzt hier nicht mehr anpflanzen. Okay. Ah, hier ist ein totes Kaninchen. Schnell, bevor das weggammelt. So, das tote Kaninchen ist auf dem Weg. Gut, wurde noch rechtzeitig benutzt. Gut. Wen haben wir denn eigentlich? Also für, hier, für Ernten. Ernten, also Jo zieht ja ein. Dann haben wir noch Landwirtschaft, also Jo und Götterfunke ziehen hier ein. So, Jo. So, dann tun wir eine hier noch entfernen. Da rein. Dann können wir das Flötenregal auch hier reinmachen. Das kann man nicht drehen, egal. Dann nehmen wir hier das Werkzeugteil, können wir auch nicht drehen. Stellen wir es hier hin. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Götterfunke war das, ne? Genau, Götterfunke. Wo ist Götterfunke? Da ist Götterfunke. Zack. Die wohnen jetzt da. So, dann würde ich hier tatsächlich
schon direkt das nächste Gebäude bauen. Das wird genauso ähnlich aufgebaut. Mit dem Unterschied, dass der hier noch eine Tür hinbekommt. Hier. Na, also der bekommt zwei Türen, einmal da und da. Und hier kommen die ganzen Lagerteile hin, die wir jetzt hier haben, kommen hier hin. Weil das wird die Schmiede. Ja, genau, das wird die Schmiede. Wer wird denn hier drin wohnen, damit ich weiß, wie viele Zimmer man braucht? So, hier kommt erstmal Industrie kommt hier rein. Das wäre Ray Nuninator. Weil AK wohnt ja schon hier, ne? Ray und Nuninator. Dein Haus wird aber ein bisschen größer. So, dann kommt eine Schlafmatte hier hin und eine hier hin. So, der Brennofen. Kommt hier hin. Der Holzkohleofen. Kommt hier hin. Und der Rennofen kommt hier hin. Denn wenn wir hier schon mal die Wände ändern. So, dann werden wir hier einen Trampelpfad hinmachen. Hier kommt ein Kiesweg hin. So, und da kommen jetzt die ganzen Lagerstätten hin. So. Für die Dinger. Für das Lehm. So. Fürs Kies. Machen wir so. Oder nee, 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 nee. Machen wir so. Dann tun wir den hier noch hier in die Ecke. So, dann ist hier das Kruglager. Das tun wir auch noch hier in die Ecke. So, Strohballen. Das machen wir bei dem hier. Bei dem haben wir jetzt aber keine Tür. Oder ich mache hier noch eine Tür hin. Machen wir hier noch eine Tür. So, dann tun wir den doch nicht dahin. Dann setzen wir den Die Frage ist, muss das jetzt drin gelagert werden? Weiß ich nicht. Sonst lagern wir den Stroh mit drin. Dann brauchen wir hier aber auch jetzt nicht die Tür, ne?
Komm, wir machen da jetzt den Kompost hin. Ist ja egal. So, das Steinlager. Was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir gar kein Lager. Hier haben wir Steinhaufen, Steinhaufen. Daneben. Neben dem Steinhaufen machen wir den Felshaufen hin. So, das heißt, es fehlen jetzt die Äste noch. Machen wir hier oben hin. So, wir haben hier noch den Heuhaufen. Den tun wir hier hin. Speeden das mal durch. Jetzt hätten wir nur noch diesen Holzstapel. Den machen wir mal hier so mitten rein. Dann könnten wir hier den Bretterstapel hinmachen. Gut. Damit das hier mal vorangeht, müssen wir jetzt mal diese ganzen Transporte, die wir haben, würde ich sagen, priorisieren wir. Jetzt habe ich, glaube ich, hier einmal den Trampelpfad priorisiert. Gut, damit es hier auch mal vorangehen kann. So, Dach. Würde ich in der Schmiede gern ein Steindach haben. So, wer wohnt noch mal hier? Industrie war Nuninator und Ray. Nuninator und Ray, wo sind denn die Schlingel? Nuninator? Huch, nicht kopieren und Ray. Zack. Der Arbeitsbereich kommt natürlich auch noch hier rein. Einfach mal so mitten rein. Das allgemeine Lager kommt jetzt hier rein. So, diese Fackel werden wir jetzt einpacken. Die kommt jetzt hier rein. Diese Fackel kommt erstmal hier hin. Und dann haben wir noch zwei Matratzen übrig, die müssen wir noch irgendwo unterbringen. Müssen wir mal gucken, welcher Beruf das ist. Wir brauchen unbedingt Stöcke. Und Steine. Ja, ja. Aber lass die hier erstmal arbeiten.
Hier muss noch vieles getan werden. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese Böden nicht miteinander connecten. Hier sind tatsächlich noch ein paar Büsche. Ein paar Beerenbüsche, die wir ernten können. Oh, hier sind noch sogar relativ viele. Die kriegen keine Max-Prio, die kriegen eine hohe Prio. Aber wir haben jetzt eher die höhere Chance, Pilze zu sammeln. Alter, keine Nahrung und hier gammelt die Nahrung weg. Das ist ja unerhört. Ich mach mal hier wirklich, dass Kochen hier wichtig ist. Weil irgendwie scheint den... Alter, ach ja, wir haben ja eh Doppelfolge. Ist ja Folge 10. Ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Dann passt das ja. So, Dinom und Micha, gucken wir mal. Was brauchen die denn für ein Haus? Micha, Reparatur, Bergbau. Bauen, reinigen. Ja, kriegen wir schon hin. Bauen wir einfach, kriegen die noch ein Haus. Weil das wird ja hier der Lagerraum. Wenn das hier weg ist, bauen wir hier eh noch ein Häuschen hin. Und dann wollen wir eh noch eine Straße hier hochbauen. Das ist ja der Plan. Aber die müssen sich jetzt erstmal um Essen kümmern. So. Hier ist ein Fuchs. Fuchsjagen ist schwierig. Hier ist ein Hase. Weißt du, das halbe Essen gammelt hier weg. Und dann wundern die sich. Komm schon, AK. Daneben, daneben. Guter Schuss. Ach so, die allgemeine Lagerzone kann jetzt übrigens weg. So, sind Äste wirklich so ein großes Problem, dass sie hier nicht weiter kochen? Immerhin kann jetzt aber die ganze verdorbene Kacke in den Kompost.
das mal an hier, wie gut hier die Pilze wachsen. Wofür ist eigentlich der Rennofen da? Aber ich hoffe, dass die hier auch wirklich nur verdorbenes Essen reintun, ne? Also ich habe zumindest beim letzten Mal gesehen, dass die verdorbenes Essen reingetan haben. Ich werde nochmal 6 von den Winterklamotten jeweils bauen. Ganzen Samen alle weggegammelt. Steindorf braucht Baumstämme, okay. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die brauchen nur Steine. Na, wir hatten zumindest wieder ein bisschen Essen. Na, wir müssen auf jeden Fall sehr viel mehr Pilze machen, wenn wir über den Winter kommen wollen. Aber ich habe denen so vielen Aufgaben gegeben. Das muss erstmal alles abgearbeitet werden. Aber gut, dass das mit den Betten klappt. Zumindest jeder erstmal in sein Zimmerchen geht. Es fehlen einfach die Äste. Ich habe denen aber sehr viel Äste zum Sammeln gegeben. Also, ich will das jetzt nicht priorisieren, die sollen auf ihre Aufgabenliste abarbeiten. Und dann geht's los. Wieso geht hier einfach nur... Ach so, da ist wieder irgendwer wach. Frieren die schon? Die fangen schon an zu frieren.
Dass sie jetzt wirklich jetzt schon aus den Wasserkrügen trinken. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwann... ich habe immer noch keine Flachsrotte gefunden, ne? So ein Wascheimer bekomme. Vielleicht, weil im Winter war ja ein Riesenproblem, dass sie sich nicht gewaschen haben. Naja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!